Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren zu Hause an den Bildschirmen, ich möchte Sie ganz herzlich zum heutigen achten Patientenabend in Bietigheim begrüßen. Eine Infoveranstaltung für Interessierte und Betroffene, die wir nunmehr schon seit vielen Jahren durchführen. Dieses Jahr leider pandemiebedingt nur über unser Online-Stream. Das ist sehr schade, weil wir ja doch wissen, dass gerade der persönliche Kontakt unserer Zuhörer, unserer Patienten mit unseren Referenten, aber natürlich auch mit den Selbsthilfegruppen, die hier immer vertreten sind, dass das ein sehr wichtiger Beitrag auch für diesen Patientenabend ist. Von daher kann ich schon mal voraussagen, dass auch wir heute Abend wieder die Experten aus unserem Haus hier für Sie ein buntes Programm zusammengestellt haben, um über aktuelle Entwicklungen in der Diagnostik und aber auch in der Behandlung und Prognose der unterschiedlichen Krebserkrankungen zu berichten. Mein Part ist, dass ich gerne nochmal die Selbsthilfegruppen, die heute eben nicht teilnehmen können, dass ich die gerne vorstellen möchte. Das würde ich gerne in den nächsten Dias tun. Dieser Livestream, der ist nachher auch im Netz abrufbar und Sie können sich die Adressen und auch die Kontaktdaten und auch wann da Gruppentreffen stattfinden, das kann man sich dann alles nachher nochmal anschauen und notieren. Zum einen die ILCO, die Selbsthilfegruppe für Stomaträger und Menschen mit Darmkrebs, sowie deren Angehörigen, eine Selbsthilfegruppe mit Sitz in Ludwigsburg. Als zweites die TEB Selbsthilfe, Tumore und Erkrankungen der Bauchspeicheldrüse, ebenfalls eine Selbsthilfegruppe in Ludwigsburg. Und die Selbsthilfegruppe für Frauen nach Krebs, zum einen hier in Bietigheim, Ansprechpartner die Frau Faller aus Tamm, und eine Selbsthilfegruppe für Frauen nach Krebs in Ludwigsburg, die Frau Hall und die Frau Gohl als Ansprechpartner, die bei uns hier immer vertreten sind. Die Diagnose Krebs kommt oft unerwartet und gibt dem eigenen Leben und dem persönlichen Umfeld eine abrupte Wendung. Deshalb in der schwierigen Zeit fällt es oft schwer, Orientierung, aber vor allem auch an verlässliche Informationen zu kommen. Deshalb freue ich mich sehr, dass heute Abend die Frau Hildegard und der Herr Schreiber da sind. Die sind von der ambulanten Krebsberatung am Klinikum Ludwigsburg zu uns gekommen, haben dort vor ungefähr einem halben Jahr ihre Arbeit aufgenommen und werden als erster Vortrag über ihre Arbeit berichten. Vielen Dank. Geht weiter. Guten Abend auch von unserer Seite. Mein Name ist Philipp Schreiber und das ist meine Kollegin Patricia Hilligard und wir freuen uns sehr, dass wir von der ambulanten Krebsberatungsstelle heute hier beim Patientenabend mit dabei sein können und uns vorstellen dürfen. Deshalb gleich zu Beginn die Frage, Patricia, was bedeutet es denn ambulante Krebsberatungsstelle und für wen ist die Krebsberatungsstelle da? Genau, also wir sind für alle Personen da, die an Krebs erkrankt sind. Das ist ganz egal, in welchem Stadium, also ob die Erkrankung ganz frisch diagnostiziert wurde oder auch schon Jahre zurücklag. Und weil eine Krebserkrankung ja auch oftmals die ganze Familie erschüttern kann, sind wir auch für die Angehörigen da, das heißt Partner, Kinder oder auch Freunde. Und unser Angebot ist für alle im Landkreis Ludwigsburg da, das heißt auch unabhängig davon, ob man hier im Krankenhaus behandelt wurde oder auch woanders. Und auch ganz wichtig, es ist ein kostenfreies Angebot. Aber wie kann ich mir das denn genauer vorstellen? Also, wenn du jetzt mal ein bisschen erzählen möchtest, mit welchen Anliegen die Klienten denn so kommen und was für Themen auch so beispielhaft besprochen werden. Also das ist ganz unterschiedlich und ganz individuell und wir gehen da auch wirklich auf das ein, was die Klienten so mitbringen. Und das kann sein von Hilfe und Bewältigung von der Diagnose oder des Krankheitsverlaufs, also beispielsweise um Ängste oder auch um Trauer,
Oftmals wird auch so gefragt, wie man mit dem Partner vielleicht sprechen kann oder mit den Kindern umgehen kann, über die Krebserkrankung einfach mal sprechen kann. Genau, und diese verschiedenen Themen gehen wir dann im Einzelpaar oder auch Familiengespräch an. Genau, und oftmals ist so die Rückmeldung von den Klienten, dass sie es einfach sehr hilfreich finden, so einen Raum zu haben, Zeit zu haben, nochmal das zu sortieren auch und ihre Erfahrungen und Sorgen nochmal zu teilen und da ist auch manchmal ganz hilfreich, mit einer außenstehenden Person das auch zu teilen. Genau, ganz gut angenommen werden auch so Entspannungsübungen oder auch Gedankenreisen. Aber wir schauen auch ganz oft nach dem, was die Klienten schon mitbringen. Die haben ja auch oftmals in ihrem Leben schon einiges gemeistert und darauf möchten wir auch gerne aufbauen. Also was für Kompetenzen da schon da sind, dass man die auch nochmal rausarbeiten und auf die zurückgreifen kann. Wie sie dann einfach diese veränderte Lebenssituation gut gestalten können. Genau, das sind so die psychologischen Themen, aber es gibt ja auch viele Auswirkungen auf den sozialen Bereich. Und das ist ja so dein Gebiet, Philipp. Genau, also neben den psychologischen Themen gibt es natürlich auch viele soziale Fragestellungen, die mit einer Krebserkrankung zusammenhängen. Also zum Beispiel berufliche Fragen wie zum Beispiel Rente, Reha-Maßnahmen oder auch Themen wie Vorsorgevollmacht, Pflegegrad, auch regionale Unterstützungsmöglichkeiten, was auch schon angesprochen worden ist. Die Zusammenarbeit mit Selbsthilfegruppen ist für uns auch ein ganz wichtiger Punkt und da auch zu vermitteln und so ein bisschen Lotse zu sein, weil unsere Erfahrung schon ist, dass es sehr viele Angebote gibt, auch sehr umfangreiche Angebote gibt, aber dass es oft zu viel ist und die Leute, die Patienten, Klienten gar nicht wissen, was ist denn jetzt für mich tatsächlich das Richtige. Also da auch so Lotse zu sein und vernetzt zu sein. Deswegen ist auch der Kompass unser Logo von der ambulanten Krebsberatungsstelle, weil wir das tatsächlich so als unsere Hauptfunktion und Aufgabe aussehen. Also Orientierung schenken. Okay, genau. Schön. Und wenn ich denn jetzt interessiert bin, kann ich dann einfach so vorbeikommen oder wie läuft es denn ab? Ja, das ist tatsächlich möglich. Also wir haben eine offene Sprechstunde donnerstags, bei der man eigentlich auch so vorbeikommen kann, aber das ist jetzt leider das große Corona-Aber. Jetzt in der Pandemiesituation brauchen wir auch da eine Voranmeldung. Aber es ist wirklich so, dass wir auch sehr zeitnah Termine anbieten können. Also am besten vorab anrufen und Termin ausmachen und das kriegt man dann schon auch sehr kurzfristig hin. Man kann auch seit kurzem über die Homepage sich für eine Terminanfrage melden. Also da sind wir auch übers Internet erreichbar für Termine. Aber sag mal, wo ist denn eigentlich diese Krebsberatungsstelle? Genau, also wir sind im 15. Stockwerk, sitzen wir mit schönstem Ausblick über Ludwigsburg. Da kann man dann vorbeikommen, aber wir bieten auch jetzt auch durch die Corona-Situation geschuldet, aber auch eine ganz hilfreiche Alternative, auch telefonische Beratung oder Videoberatung an. Genau, und vielleicht auch noch mal kurz zu mir, wer wir eigentlich sind. Das sind wir beide zum einen und dann aber auch noch unsere Kollegin, die Tanja Seidel, die dann in der Anmeldung und der Koordination zuständig ist. Die Sarah Siebenrock, das ist auch eine psychologische Kollegin und Psycho-Onkologin. Und wir beide haben uns ja schon vorgestellt, du eher als eine Sozialarbeiter tätigen Stelle und ich auch noch mal als Psychologin und Psycho-Onkologin. Genau. So, ganz schön viele Informationen. Was ist denn, wenn ich mir das alles nicht merken konnte? Ja, das war jetzt wirklich ziemlich viel. Aber keine Sorge, wir beantworten gerne jegliche Fragen und beseitigen Unklarheiten. Gern per Telefon oder E-Mail können Sie uns erreichen. Und wer sich nochmal ganz in Ruhe unser Beratungsangebot und auch das Team anschauen möchte, findet alle Informationen auf der Homepage, auch unser Flyer ist dort zum Download erhältlich. Also einfach in den Suchmaschinen ambulante Krebsberatungsstelle Ludwigsburg eingeben und Sie werden ganz sicher fündig. Wir blenden jetzt auch zum Schluss nochmal unsere Kontaktdaten ein und freuen uns sehr, wenn Sie sich bei uns melden. Genau. Vielen Dank. Vielen Dank.
Ja, sehr geehrte Damen und Herren, ich darf Sie auch ganz herzlich begrüßen zu diesem schönen Abend. Mein Thema lautet sinnvoller Einsatz der orthomolekularen Medizin bei der Behandlung von Brustkrebs. Ja, wer sind wir überhaupt? Wir sind ein großes Team in der Frauenheilkunde und der Gynäkologie in Bietigheim. Sie sehen von Hebammen, aber auch von Ärztinnen und Ärzten, Gesundheitspflegerinnen. Der Storch spricht natürlich für die Geburtshilfe, aber wir sind auch ein großes Brustzentrum. Das ist ein großer Schwerpunkt, dass wir Patienten mit Brusterkrankungen behandeln und das machen wir ganzheitlich. Ganzheitlich heißt, wir haben die Schulmedizin und da auch High-End von personalifizierter Medizin, aber auch bis zur Naturheilkunde. Wir sind, das sehen Sie oben, Kooperationspartner der Naturheilkunde in Berlin. Und so ist dieses kooperierende Denken, denke ich, der große Vorteil für den Patient, weil wir dem Bedarf in jeder Hinsicht gerecht werden. Der Dr. Reinhold wird nachher auch noch sprechen. Auch da ist es ein Riesenmehrwert, dass wir das operative Spektrum in dem Vollmaß anbieten können bis zum Eigengewebsaufbau. Und das kann in einzelnen Situationen extrem sinnvoll sein. Ja, zum Thema, was ist orthomolekulare Medizin? Zum Einführung, viele Patienten fragen mich oder fragen uns in der Klinik, kann ich selber was beitragen, dass ich noch die Gesundheit unterstütze? Habe ich vielleicht einen Mangel, den ich ausgleichen kann? Und da gibt es tatsächlich Substanzen, die man sinnvoll einsetzen kann. Das möchte ich auch extra auf den Begriff sinnvoll begrenzen, weil man nicht gießkannenartig manche Substanzen anbietet, sondern tatsächlich dem Bedarf entsprechend. Einer, der eine ganz schöne Definition erbracht hat, ist Linus Pauling. Linus Pauling ist ein bekannter Chemiker, der 1950 den Nobelpreis für organische Chemie bekommen hat und hat sogar zwei Nobelpreise bekommen, 10 Jahre später den Friedensnobelpreis. Und er hat die Definition der Gestalt formuliert, natürlich immer Erhaltung der Gesundheit, zum anderen die Förderung der oder die Behandlung von Krankheiten. Und da geht es um keine Fremdsubstanzen, sondern um Substanzen, die ihr Körper in sich trägt, aber die können in eine gewisse Dysbalance geraten. Und die gilt sinnvoll auszugleichen. Kurzum, was sind das für Substanzgruppen? Ist das was ganz Obskures? Nein, das sind Dinge, die begegnen uns ganz häufig im Alltag. Uns in der Geburtshilfe begegnen die Folsäure sehr häufig, Vitamin B9, das wird heute routinemäßig eingesetzt, schon eigentlich vor der Konzeption. Das heißt, Frauen, die schwanger werden wollen, denen wird empfohlen, schon präkonzeptionell dieses Vitamin zu nehmen, weil es einfach Fehlbildungen verhindert oder reduziert. Mineralstoffe zählen zu orthomolekularen Substanzen. Magnesium, ein ganz bekanntes Mineralstoff, was ja Wadenkrämpfe reduziert. Spurenelemente wie Selen, Vitaminähnliche, da spricht man von Vitaminoid-Substanzen, das ist das Coenzym C, das im Energiestoffwechsel eine ganz große Rolle spielt. Und da kommen wir schon in Bereiche, wenn Wechselwirkungen mit Medikamenten stattfinden. Manche Patienten nehmen ja Statine, das sind Fett, also Cholesterinsenker, und da weiß man, unter dieser Therapie kommt es zu einem Mangel von Coenzym Q10 und das gilt es dann sinnvoll zu substituieren. Patienten mit Bauchspeicheldrüsenerkrankungen haben oft Mangel von Trypsin, auch das ist ein sinnvoller Einsatz der orthomolekularen Medizin. Tryptophan, eine sinnvolle Aminosäure, Vorstufe von Serotonin, also auch da profitieren Patienten mit so leichter Verstimmung ganz hervorragend. Fettsäure, Omega-3-Fettsäuren, eine Fettsäure, die unheimlich in Mode gekommen ist, da werde ich nachher noch kurz drauf eingehen. Und was auch in Mode gekommen ist, Melatonin, ein Hormon, das in unserer Zirbeldrüse produziert wird, was letztendlich der Chronobiologie entspricht. Das heißt, wenn es dunkel wird, wird Melatonin produziert und das kann man künstlich zuführen. Das führt zu keiner Abhängigkeit, also eine ganz sinnvolle Substanz, die Schlafstörungen sinnvoll mitbehandelt. Da kommen wir gerade in den oxidativen Stoffwechsel. Oxidation begegnet uns im Alltag ganz häufig. Da kann man so eine Fangfrage machen. Was hat Marilyn Monroe und ein rostiger Nagel gemeinsam? Die Oxidation, die eine der Haare, der rostige Nagel, das Eisen dann zu Rost oxidiert. Und letztendlich ist es die Grundlage unseres Stoffwechsels, unseres Lebens. Unter Sauerstoff oxidieren wir Glucose zu letztendlich ATP, ist eine hochenergetische Substanz und als Produkt bleibt übrig Wasser, CO2 und jetzt kommt es, antioxidativ oder freie Oxidantien und die gilt es letztendlich in unserem Stoffwechsel zu reduzieren. Und da kann unser Stoffwechsel, wenn er adaptiert ist, sehr gut dazu beitragen und manchmal helfen Substanzen wie antioxidative
Vitamine noch dazu, diesen Prozess zu erleichtern. Das sehen Sie hier oben, das sind jetzt die Mitochondrien, die sind letztendlich der zentrale Ort, wo die Oxidation geschieht und wo auch antioxidative Prozesse stattfinden. Bei welchen Krankheiten spielen denn Radikale eine Rolle? Und da muss man sagen, das ist extrem ausgebreitet. Da gibt es fast keine Krankheit, wo Radikale keine Rolle spielen. Bei Atherosklerose, das heißt also die Vorstufen von Bluthochdruck, bei Krebs natürlich, bei rheumatischen Erkrankungen, Asthma, Darmerkrankung, Diabetes Typ 2, das ist fast nicht, da geht die Latte noch weiter. Und es gibt auch, das muss ich noch nachfügen, es gibt auch Lebenssituationen, wo wir einen erhöhten Bedarf haben an oxidativen Substanzen, zum Beispiel bei Sport. Sportler, das ist ja der fordernde Prozess. Wir machen Sport, es entstehen mehr Radikale und die Adaption heißt, unser Körper ist in der Lage, diese Radikale wieder auszugleichen durch antioxidative Substanzen. Also das ist ein Stück weit ein Geben und Nehmen, das kann man ein Stück weit auch trainieren durch Krankheit, durch Substanzen, die wir in der Heilung einsetzen, zum Beispiel Strahlentherapie, entstehen mehr Oxidantien oder antioxidative Prozesse und dann muss man halt überlegen, ob man da sinnvoll eingreift. Was hat unser Körper für antioxidative Schutzsysteme entwickelt? Das sind natürlich die antioxidativen Vitamine A, C und E hauptsächlich benannt, sekundäre Pflanzenstoffe. Das sind die Stoffe, und da möchte ich nachher ganz zum Schluss nochmal drauf eingehen, die wir über die ausgeglichene Nahrung zuführen können. Und das hat einen ganz großen Stellenwert. Zum Beispiel die Polyphenole über Olivenöl, die Lycopene über die Ernährung mit Tomaten. Das kann man unendlich weiterführen. Sekundäre Pflanzenstoffe sind letztendlich Stoffe, die Pflanzen gebildet haben, um Fressfeinde abzuwehren. Vitaminähnliche Substanzen, das Vitamin Q10, und antioxidative Enzyme, die Katalase zum Beispiel oder Superoxidismutase. Ja, Vitamin C, da möchte ich natürlich drauf eingehen. Ein ganz wichtiges Vitamin, das die Natur bereitgestellt hat. Hier beispielhaft Sanddorn. Sanddorn hat sehr viel Vitamin, aber auch Zitrusfrüchte. Nicht zu vergessen, auch in Gemüse reichhaltig enthalten, in Kohlsorten, die jetzt wieder in dieser Jahreszeit sehr populär sind durch die Anpflanzung. Ein Mangel, einen radikalen Mangel gibt es heute eigentlich kaum mehr, aber auch ein latenter Mangel kann für uns gefährlich sein. Das Vollbild des Mangels ist das Skorbut. Das hatten damals die Seefahrer befürchtet. Wenn sie dann viele Wochen auf See waren und hatten keine Vitamine, dann kam es tatsächlich zum Zahnausfall. Also eine bindige Webschwäche hat sich eingestellt und es hat sich bis zu einer Herzschwäche, also bis zum Tod, weiterentwickeln können. Also Vitamin C ist global im gesamten Stoffwechsel wichtig, aber auch für das Immunsystem. Und da können wir nachher nochmal drauf eingehen. Wir möchten unser Immunsystem stärken, weil das ist so der Art Firewall, wo wir gefeit sind für Prozesse, die von außen auf uns kommen. Vitamin C ist in der Antikörperbildung beteiligt. Es gibt fast keine Zellorganellen, die mehr Vitamin C speichern können, wie die weiße Blutkörperchen, aber auch in der Bildung von Interferonen, also alle Stoffe, die unser Körper im Abwehrprozess gegen Krankheitserreger bereithalten. Was kann man denn Sinnvolles machen mit Vitamin C? Das kann man zum einen oral nehmen, also wenn jemand eine Erkältungskrankheit hat, macht es Sinn, dass man gerade in der Phase der Anflutung sehr intensiviert Vitamin C zu sich nimmt. Das kennen Sie, wenn Sie mal einen Schnupfen entwickeln, dann nehmen Sie alle 2-3 Stunden mal ein halbes Gramm Vitamin C in Kombination mit Zink. Wenn Sie aber zum Beispiel gerade eine Brusterkrankung haben, wo Sie sagen, während der Therapie möchte ich mein Immunsystem so ein bisschen unterstützen, dann macht es durchaus auch mal Sinn, kurmäßig, das heißt 2-3 Mal pro Woche, hochdosiert 7,5 bis 15 Gramm Vitamin C zuzuführen. Das kann man nur über Infusionen machen, denn ansonsten scheidet es die Niere zu schnell aus. Da muss man ein bisschen aufpassen, direkt im Zusammenhang zeitlich mit einer Chemotherapie muss man aufpassen, dass man die Therapieeffekte nicht konterkariert. Aber es gibt den Konsens, dass man so 48 Stunden später mit so einer Therapie beginnen kann. Auch Rheumatiker oder rheumatische Erkrankungen oder auch Autoimmunerkrankungen profitieren im aktiven Schub von hochdosierten Vitamin C. Da kommen wir zum nächsten Vitamin D. Das ist eigentlich kein typisches Vitamin. Vitamin steht für Vitus, also das Leben, und das Amin steht für einen Stickstoffbestandteil. Vitamin D können wir zum Teil auch selber bilden. Also insofern ist nicht ganz essentiell, aber nur begrenzt. Auch hier eine ganze Bandbreite
von Wirkungen beim Knochenstoffwechsel, das ist jedem bekannt, aber hat eine ganz große Bandbreite von Wirkungen im Zusammenspiel Muskeln, Nerven, aber auch die immunmodulierende Wirkung, was jetzt heute Abend im Vordergrund steht. Und das ist ein schönes Bild, der Eisberg, Rachitis, also diese Verknöcherungsproblematik, ist nur ein ganz kleiner Teil der Wirkung von Vitamin D. Welchen Mangel könnten wir haben? Tatsächlich die Rachitis, das ist das Vollbild des Mangels. Aber es gibt latente Mangelzustände und die gilt es natürlich zu erkennen. Überdosierung, da muss man sagen, die therapeutische ist extrem groß, die gibt es kaum. Bei einer Hyperkalzämie, das ist tatsächlich eine Überdosierung, da muss man dann tatsächlich aufpassen. Also alle Patienten, die eine Hyperkalzämie schon mitbringen, Nierensteine haben oder Morbus Böck, die sind angehalten, diese Therapie mit Sinn und Verstand durchzuführen. Das nächste Schaubild zeigt einfach die Bedeutung von Vitamin D in der Evolution. Vitamin D gab es nämlich schon und die Vorstufen, bevor es uns Menschen gab, vor 800 Millionen Jahren. Einzeller hatten schon in ihrem Stoffwechsel das Cholecalciferol, da gehe ich gleich nochmal drauf ein, was das für eine Substanz ist, verwendet als Signalkette. Und schon, sie sind weiter oben, 300 Millionen Jahre, da gab es uns noch nicht, wo die Dinosaurier gelebt haben, gab es schon alles, was den Vitamin D-Stoffwechsel betrifft, bis zum Vitamin D, wie wir es heute kennen. Ein bisschen Biochemie müssen wir machen. Cholesterin ist die Grundlage oder sind die Grundlage der Bildung von Vitamin D. Unsere Haut leistet einen großen Teil, wenn die Sonne scheint, muss man sagen, und wir leben ja nicht mehr artgerecht, wandeln aus Cholesterin, das vor Vitamin D3 um, das, was wir über die Nahrung übrigens auch zu uns nehmen können, aber das ist ein ganz, ganz kleiner Teil, maximal 10%. Und dann beginnt die Weiterverarbeitung, das sind also Vorstoffe. In der Leber wird dann unter chemischen Verstoffwechselung das 25-Hydroxyvitamin D verstoffwechselt über Hydroxylierung, das Calcidiol, das wird auch gemessen, wenn wir da eine Serummessung machen. Und eine gesunde Nierenfunktion, sage ich schon, gesunde Nierenfunktion ist notwendig, denn nur dann können wir das 1,25-Hydroxyvitamin D bilden, das nennt man dann das Calcitriol, das ist die Endsubstanz. Und alle diese Stoffe gab es schon vor 300 Millionen Jahren. Also da merkt man, die globale ist ein Kardinalvitamin. Die optimale Versorgung ist heute 40 bis 60 Nanogramm im Serum. Da kommen wir gleich nachher nochmal drauf, warum das die ideale Versorgung ist. Da stellt man sich häufig die Frage, auch wie bei vielen Referenzwerten, was ist denn überhaupt normal? Mathematisch oft in Verlegenheit der Mittelwert, zwei Standardabweichungen plus und drüber. Und es gibt fast keinen anderen Stoff, wo die Diskussion der Dosierung so weit auseinander geht. Die DGE, die Deutsche Gesellschaft für Ernährungswissenschaft, empfiehlt für Erwachsene 800 Einheiten, internationalen Einheiten. Kinder, wir empfehlen zum Beispiel Babys, wenn sie geboren sind, 400 Einheiten fürs erste Lebensjahr. Und da sind sie extrem gut versorgt. Wenn man das ungefähr hochrechnet, das Alter, kommt man auf eine Versorgung, die wir heutzutage ideal finden. Wenn man aber mal schaut, Naturvölker, die tatsächlich mit ihrem Rücken viele Zeit in der Sonne sind, die also eine gute Möglichkeit haben, der Sonne exponiert zu sein, das heißt, selber auch über die Sonne Vitamin D3 zu bilden, die haben so Wirkspiegel von 40 bis 60 Nanogramm. Und das hat sich in der Studienlage auch bestätigt. Es gibt eine ganz tolle Studie, und eigentlich muss man sagen, viel zu wenig beachtet, 2008 im Krebsforschungszentrum in Heidelberg und auch hochrangig publiziert unter Herrn Schneeweiß. Sascha Appas war der, der die Studie durchgeführt hat. Man hat 1295 Frauen retrospektiv beobachtet, dann von 2002 bis 2005. Die hatten eine Brusterkrankung, waren alle postmenopausal, 50 bis 74 Jahre alt, und hat die danach folgende Jahre beobachtet und hat dann Substanzgruppen formuliert, wie hoch der Vitamin-D-Spiegel im Serum war. Und siehe da, die Patienten, die einen ausreichenden Vitamin-D-Spiegel hatten, hatten ein geringeres Risiko, ein Rezidiv zu erleiden. Und das ist bahnbrechend, muss man sagen. Die Gruppe, die über 75 Nanomol hatte, hat das geringste Risiko gehabt. Das ist fast ein relativer Effekt von 69%. Das hatten die Amerikaner auf dem ASCO im gleichen Jahr auch publiziert. Das ist eine kanadische Studie, die auch 10 Jahre lang Patienten, das war ein bisschen kleineres Kollektiv, ungefähr 500 Patienten, nachverfolgt haben und zum ähnlichen Ergebnis gekommen sind. Also da kann man schon sagen, mit einem geringen Aufwand, eine Substanz, die keine Nebenwirkung hat, ein unheimlich großes Potenzial,
zur Schulmedizin beizutragen, gesund zu bleiben. Das gilt auch, gibt es ein paar Studien auf das Kolonkarzinom, auch da profitieren die Patienten sehr gut davon. Wie können wir diese Substanzen in der Onkologie einsetzen? Wir messen es natürlich, das ist sinnvoll, wenn eine Patientin eine Therapie macht, macht es Sinn, den Wirkspiegel initial zu messen. Denn es gibt natürlich auch Substanzgruppen, die Anthracycline, das Eporubicin, eine Substanz, die wir ganz häufig in der Chemotherapie einsetzen, die den prägnanten X-Rezeptor besetzen. Und das führt dazu, dass wir noch zusätzlich weniger Vitamin D bilden können. Also auch da haben wir noch einen künstlich induzierten Mangel. Da macht es Sinn natürlich, diesen Mangel auszugleichen. Wir wissen, dass die Verträglichkeit der Bisphosphonat-Therapie, das sind Substanzen, die den Knochen stabilisieren, begünstigt wird. Wir haben weniger Kiefernekrosen, das ist eine befürchtete, sehr seltene Nebenwirkung. Die Antihormontherapie, eine sehr gut verträgliche Therapie, macht selten mal Gelenksbeschwerden. Und diese Gelenksbeschwerden kann man reduzieren durch eine gute, ausreichende Substitution von Vitamin D. Auch die Antikörpertherapie wird von der Verträglichkeit und von der Wirksamkeit verbessert durch eine gute, ausreichende Vitamin D-Substitution. Und auch unter Radiotherapie haben die Patienten weniger, das hat man in Studien mit Bestrahlung von Dickdarmkrebs herausgefunden, weniger entzündliche Begleiterscheinungen. Also muss man sagen, große Lanze für das Vitamin D. Die letzte Gruppe möchte ich noch ein bisschen kürzer machen, hat aber auch einen sehr hohen Effekt. Haben Sie in den Medien vielleicht gehört, Omega-3-Fettsäuren, das sind Omega-3, das sind ungesättigte Fettsäuren. Als Beispiel die Alpha-Linolensäure, also die im Leinöl enthaltene Säure, die werden schnell ranzig, weil sie schnell oxidieren können durch den ungesättigten Anteil. Wenn Sie nicht wissen zu Hause, was ist ungesättigt, was ist gesättigt, stellen Sie es in den Kühlschrank. Alles, was über Nacht fest wird, diese Frittenöle, die werden schon bei normaler Temperatur fest. Das sind alles gesättigte Öle, die sind alles andere als gut für unseren Körper. Dann die nächste ungesättigte Fettsäure, das ist die Eicosapentaensäure und die Tyrosanhexaensäure ist eine ebenfalls Omega-3-Fettsäure. Und diese sollten, es gibt nicht immer gut und schlecht, die sollten in einem guten Verhältnis stehen zu den Omega-6-Fettsäuren. Die kennen wir aus dem Sonnenblumenölbereich, aus dem Rapsölbereich. Das Verhältnis Omega-6, Omega-3 ungefähr 2,5, maximal 2,5 zu 1. Ne? So sollte das Ideale sein. Wenn Sie dann den Prozent messen lassen, da kommen manche Patienten auf einen Bereich von 20 zu 1. Das ist natürlich extrem schlecht. Auch da gibt es schöne Studien. Man hat, das ist immer so das, was man heranzieht, die Nurses Health Studie hat man in England, Krankenschwestern über viele Jahre beobachtet, hat verschiedene Fragestellungen dann retrospektiv beantwortet. Und auch da gab es Daten, auch mit dem Dickdarmkrebs, dass Frauen, die diese Erkrankung hatten, ein viel besseres Outcome hatten, wenn sie zusätzlich zu ihrer Nahrung Omega-3-Fettsäuren zugeführt haben. Das sind Fischöle und Algenöle. Die gibt es heute gereinigt, die schmecken dann immer nach Fisch. Früher hat man Lebertran genommen. Genau der gleiche Effekt, nicht mehr so ganz komfortabel. Auch da eine schöne Studie. Während der präsystemischen Chemotherapie hat man Patienten, die haben das FEC-Schema, ein Schema, das wir heute immer noch geben, hat man einfach noch Omega-3-Fettsäuren dazugegeben. Und auch diese Patienten hatten viel besseres Outcome. Also mit kleinen Modellierungen der Therapie einen sehr guten Effekt ohne Nebenwirkungen. Zum Schluss, die Amerikaner haben auch eine schöne Studie gemacht. Die haben einfach mal gefragt, welche Faktoren, die haben das dann durch Meta-Analysen belegt, welche Faktoren führen dazu, dass wir nicht interventionell mehr gesund bleiben. Das ist immer unser Ziel. Wir können die Gesundheit unterstützen, aber wir wollen auch, dass sie dauerhaft gesund bleiben. Und da zählen nämlich viele Lifestyle-Faktoren dazu. Ja, sie sind körperliche Aktivität, ist ein Schutzfaktor. Und das Interessante, was wir heute Abend noch dazu nehmen wollen, Omega-3-Fettsäuren durch die Nahrung, also ein sinnvoller Einsatz der Omega-3-Fettsäuren erhöht die Chance, gesund zu bleiben. Polyphenole sind zum Beispiel Olivenöle, die sind auch zugehörig, denn man weiß, die mediterrane Ernährung hat auch einen ganz hohen Stellenwert in dem Bereich gesund bleiben. Und das wäre schon bei meinem Fazit. Gute regionale Lebensprodukte sind sehr wichtig. Da stecken ganz viele hochwertige Substanzen drin. Das bildet die Basis einer gesunden Ernährung. Möglichst Demeterqualität. Man weiß, die letzten 100 Jahre
haben die Böden 90% ihrer Mineralstoffe und Vitamine verloren. Also wir haben auch ein Problem der Böden. Also insofern mehr gilt regional und unbehandelte Nahrung, das ist die Basis. Es gilt aber auch mal ab und zu sehr strukturiert heranzugehen, zu sagen, wo haben wir einen Mangel, wo können wir den gut ausgleichen. Und ich soll das Bild hier zeigen, kein Gießkannenprinzip, sondern selektiv und dann ist es gut. Das wäre schon der Abschluss meines kleinen Vortrags. Und wenn Sie Fragen haben, stehe ich gerne zur Verfügung. Gerade nicht, dann gebe ich das Wort weiter. Vielen Dank. Sehr geehrte Damen und Herren, auch von meiner Seite aus darf ich Sie heute Abend hier vom Patientenabend recht herzlich begrüßen. Mein Name ist Dr. Nathalie Schröder. Ich bin seit April diesen Jahres hier am Krankenhaus Bietigheim im Rahmen vom palliativmedizinischen Dienst tätig. Und ich möchte Ihnen heute einen Einblick in die Palliativmedizin geben und auch den Einblick in die Arbeit, was macht denn der palliativmedizinische Dienst, was können wir leisten in der Versorgung von Palliativpatienten. Deshalb möchte ich zunächst darauf eingehen, was ist denn überhaupt Palliativmedizin oder was bedeutet denn auch der Begriff Palliativcare? Und die Palliativmedizin ist ein Fachgebiet, das sich um die Versorgung von Patienten kümmert, die mit einer nicht heilbaren Erkrankung konfrontiert sind und da vor allem das Thema Lebensqualität in den Fokus stellt. Und so definiert auch die WHO die Palliativmedizin als ein Ansatz zur Verbesserung der Lebensqualität von Patienten und deren Familien, die mit Problemen konfrontiert sind, die mit einer lebensbedrohlichen Erkrankung einhergehen. Und dabei geht es vor allem darum, Leiden zu lindern und auch vorbeugend zu agieren. Und es geht dabei, das Thema Leiden, da geht es nicht nur um körperliches Leiden, wie zum Beispiel Schmerzen, sondern wir gucken auch nach den psychosozialen und spirituellen Bedürfnissen von unseren Patienten. Und falls Ihnen mal der Begriff Palliativ Care über den Weg läuft, das ist nichts anderes als der international übliche Fachausdruck für eine palliativmedizinische Versorgung von Patienten. Ganz wichtig ist in der Palliativmedizin der ganzheitliche Ansatz. Wie gesagt, wir haben den Fokus auf die Lebensqualität der Patienten. Das ist das große Ziel, dass man die Lebensqualität der Patienten wiederherstellt und auch erhält. Und die Lebensqualität ist doch was sehr Individuelles, wie sie bestimmt wird und umfasst mehrere Dimensionen. Das heißt, wir können nicht nur danach schauen, dass körperliche Symptome kontrolliert sind, sondern wir müssen mehr Dimensionen beachten und entsprechend individuell vom Patienten abhängig machen, wo wir einen Behandlungsansatz haben. Das ist zum einen, wie gesagt, die physische Dimension, also alles Körperliche, was eine Erkrankung auslösen kann, häufig bei Palliativpatienten Schmerzsymptomatik, zum Beispiel körperliche Schwäche, Appetitlosigkeit, Atemnot, Übelkeit, Erbrechen. Die weitere Dimension, die wichtig ist, ist die psychische Dimension. Das ist ja auch im ersten Vortrag schon angesprochen worden, die psychoonkologische Betreuung, also zum Beispiel das Thema Angst, Wut, Trauer, was mit so einer Erkrankung einhergehen kann. Wichtig auch die spirituelle Dimension, zum Beispiel Glaubensfragen und auch nicht zu vergessen die soziale Dimension, also sprich zum Beispiel finanzielle Sorgen, die mit so einer Erkrankung einhergehen oder auch Versorgungsproblematiken. Und dieses Ganzheitliche, was die Palliativmedizin beinhaltet, das wird auch noch mal so ein bisschen deutlich, wenn man sich die Herkunft von dem Wort Palliativ mal anschaut. Das leitet sich nämlich vom lateinischen Pallium, der Mantel, oder auch Palliare, mit dem Mantel bedecken, umhüllen, ab. Und das ist genau das, was wir in der Palliativmedizin tun wollen. Wir wollen den Patienten und seine Angehörige wie von einem Mantel bedecken und umhüllen und uns ganzheitlich um ihn kümmern. Und da stellt sich natürlich dann auch die Frage, wann beginnt denn eine palliativmedizinische Behandlung? Wann macht es Sinn?
Und das ist was sich im Laufe der Zeit geändert hat und auch immer noch im Wandel ist. Als die Palliativmedizin aufgekommen ist, das war übrigens in Deutschland erst mit Beginn der 80er Jahre, war es so, dass die Palliativmedizin doch häufig erst an das Ende des Lebens gestellt wurde. Also wenn jetzt zum Beispiel bei einer Tumorerkrankung der behandelnde Onkologe sagt, ich habe jetzt keine erfolgsversprechende Chemotherapie oder Bestrahlung mehr, dann kommt die Palliativmedizin ins Spiel. Aber die Palliativmedizin kann viel mehr und sollte viel früher integriert werden. Da ist es vor allem wichtig, dass die Palliativmedizin und der Beginn der palliativmedizinischen Behandlung hängt ab von den Belastungen des Patienten und von den Bedürfnissen und der Lebensqualität. Sprich, wenn ich einen Patienten habe, der zum Beispiel im Moment eine Chemotherapie hat und die zum Beispiel schlecht verträgt oder die Erkrankung schreitet voran unter der Chemotherapie und es sind jetzt hohe Symptome da, eine schlechte Lebensqualität, dann wird es Zeit, die Palliativmedizin dazu zu holen. Und das heißt nicht, dass man im Endeffekt keine Chemotherapie mehr durchführen kann, sondern man kann das beides parallel und zusammen integrieren. Und warum die frühzeitige Integration von der Palliativmedizin wirklich ein wichtiges Thema ist, hat eine ganz tolle Studie von der Frau Themel aus England gezeigt. Da wurden Patienten mit neu diagnostizierter Lungenkrebserkrankung untersucht. Das waren insgesamt 152 Patienten. Und diese 152 Patienten wurden in zwei Gruppen eingeteilt. Beide Gruppen von Patienten wurden entsprechend ihrer Lungenkrebserkrankung standardmäßig onkologisch behandelt. Die eine Gruppe rein nach Standard, die andere Gruppe hat zusätzlich zu der standardmäßigen onkologischen Behandlung eine frühzeitige und vor allem regelmäßige palliativmedizinische Betreuung erhalten. Und am Ende der Behandlungszeit hat man angeschaut, gibt es denn jetzt Unterschiede zwischen diesen beiden Gruppen? Und die Unterschiede waren da und wirklich auch sehr prägnant. Also die Patienten, die eine frühzeitige palliativmedizinische Betreuung hatten, die haben eine Verbesserung von der Lebensqualität vorweisen können, die hatten weniger Depressionen und es sind am Ende des Lebens weniger aggressive Therapien durchgeführt worden. Und ganz interessant, was die Studie zeigen konnte, war, als man sich die Überlebenszeiten angeschaut hat, dass sogar die Patienten, die die frühzeitige und regelmäßige palliativmedizinische Betreuung hatten, sogar im Vergleich zur Standardgruppe ein verlängertes Gesamtüberleben aufgewiesen haben. Und welche Möglichkeiten gibt es jetzt letztendlich, Patienten palliativ zu versorgen? Da kann man unterscheiden zwischen ambulanten und stationären Möglichkeiten. Im ambulanten Bereich, auch da hängt es davon ab, wie viel Symptomlast ist beim Patienten da, wie sind die Bedürfnisse, kann man zum Beispiel im ambulanten Bereich durch einen ambulanten Hospizdienst begleitet werden oder einen entsprechenden Palliativpflegedienst an die Hand bekommen. Wenn es so ist, dass eine hohe Symptomlast besteht und man viel und umfassende medizinische Betreuung braucht, aber trotzdem zu Hause die Zeit verbringen möchte, dann gibt es die Möglichkeit, über ein ambulantes, multiprofessionelles Palliativteam zu Hause versorgt zu werden. Das ist die SAPV. Die SAPV steht für die spezialisierte ambulante Palliativversorgung und kommt, wie gesagt, nach Hause und ist auch mit einer Rufbereitschaft für die Patienten rund um die Uhr erreichbar. Im stationären Bereich kann man Patienten in Palliativsituationen, die auch wieder mit einer hohen Symptomlast einhergehen, auf einer Palliativstation betreuen. Und wenn eine Erkrankung sehr weit fortgeschritten ist und keine entsprechende Therapie mehr durchführbar ist oder auch nicht mehr gewünscht ist, aber die häusliche Versorgung nicht gewährleistet werden kann, dann gibt es die Möglichkeit, Patienten im stationären Hospiz zu versorgen. Und eine weitere Möglichkeit, Patienten einer palliativmedizinischen Betreuung zukommen zu lassen, das ist der palliativmedizinische Dienst im Krankenhaus, den wir hier seit April auch in Bietigheim anbieten. Der palliativmedizinische Dienst besteht ebenso wie die SAPV im ambulanten Bereich aus einem multiprofessionellen Team, was Palliativpatienten während ihres stationären Aufenthaltes mitbetreut. Das heißt, die Patienten bleiben in ihren jeweiligen Abteilungen betreut von ihren betreuenden Ärzten und wir als Palliativteam kommen zusätzlich zur Betreuung dazu. Und dafür, wie gesagt, sind wir ein multiprofessionelles Team. Diese ganzheitliche Behandlung, die kann man nicht alleine realisieren. Und wir haben hier in Bietigheim, habe ich Ihnen jetzt die Struktur von unserem palliativmedizinischen Dienst einmal aufgezeichnet.
Wir haben ein sogenanntes Kernteam, das jedem Patienten, der uns gemeldet und von uns betreut wird, an die Seite gestellt wird während dem stationären Aufenthalt. Das ist einmal ein Arzt, eine Pflegekraft mit entsprechender Palliativ-Care-Weiterbildung und ein Sozialarbeiter. Und das ist entweder die Brückenpflege, wenn es um eine weitere häusliche Versorgung geht, oder die Kollegen von der Sozialberatung, wenn es um zum Beispiel stationäre Weiterversorgung geht. Und ganz abhängig davon, welche Bedürfnisse im Moment im Vordergrund sind, können wir weitere Berufsgruppen hinzuziehen. Und dafür steht ein weiteres großes Team bei uns im Hintergrund aus Psycho-Onkologen, Physiotherapeuten, Seelsorge, Ernährungsmedizin, aber auch Angebot von Musik- und Kunsttherapie. Patienten, die wir gerne im Rahmen von unserem palliativmedizinischen Dienst betreuen wollen, sind Patienten, die eine nicht heilbare Erkrankung haben, und das sind überwiegend Tumorpatienten. Es können aber durchaus auch Patienten sein mit schweren chronischen Erkrankungen, wie eine schwere Herzschwäche oder Nierenschwäche, neurologische Erkrankungen. Ein ganz großes Anliegen sind uns Patienten mit einer hohen Symptomlast. Das sind, wie ich es vorhin schon mal erwähnt hatte, häufig Schmerzen, die eine entsprechende Schmerztherapie brauchen, Atemnot, Übelkeit, Erbrechen. Das müssen aber nicht unbedingt körperliche Symptome sein. Das können auch Ängste sein, Versorgungsproblematiken im häuslichen Umfeld etc. Und ganz wichtig, wenn wir integriert werden in die Behandlung, schließt das nicht die Durchführung einer krankheitsspezifischen Therapie aus. Ganz im Gegenteil, wir können parallel und Hand in Hand arbeiten. Und wenn Patienten zu der Zielgruppe gehören, unseres palliativmedizinischen Dienst, können durch die betreuenden Ärzte kann eine entsprechende Anforderung bei uns gestellt werden. Wir nehmen dann Kontakt mit dem Patienten auf, wenn gewünscht ist, natürlich auch sehr gerne mit den Angehörigen und schauen erstmal, welche Symptome liegen denn im Moment vor, wo ist die Not am größten und was können wir gemeinsam an Therapiezielen erreichen. Das legen wir mit dem Patienten und auch gerne mit den Angehörigen fest und erstellen auch Behandlungspläne, die wir selbstverständlich mit dem behandelnden Stationsteam auch absprechen. Wie gesagt, uns ist auch in der Betreuung im Rahmen des Dienstes die ganzheitliche Behandlung sehr wichtig. Deshalb können wir, ich habe es Ihnen vorhin gezeigt, abhängig von den Bedürfnissen können wir entsprechende Berufsgruppen hinzuziehen. Und ganz wichtig, wenn wir den Kontakt aufgenommen haben, Therapieziele festgelegt haben, Behandlungspläne erstellt haben, ist unsere Arbeit noch nicht getan. Solange der Patient stationär im Krankenhaus ist, kommen wir regelmäßig vorbei und überprüfen, das Therapieansprechen oder sind neue Aspekte dazugekommen, hat sich was verändert und nehmen regelmäßig den Kontakt auf. Und auch ein ganz wichtiger Punkt, wir sind auch für die Kommunikation da. Also wir können uns Zeit nehmen, sowohl mit dem Patienten als auch mit den Angehörigen ins Gespräch zu gehen und einfach auch mal zuzuhören. Wir können aber auch die betreuenden Pflegekräfte oder auch Patienten und Angehörige selbstverständlich auch beraten, wenn es zum Beispiel um spezielle onkologische oder palliativmedizinische Fragestellungen geht. Zum Beispiel die Wundversorgung in der Palliativmedizin oder auch wenn es um die Versorgung von Portsystemen zum Beispiel geht. Und wenn wir in Kontakt mit dem Patienten sind, gehen wir auch sehr früh, dass wir in die Beratung gehen und uns gemeinsam mit dem Patienten überlegen, wie soll es denn nach dem stationären Aufenthalt weitergehen? Ist es möglich, wieder im häuslichen Bereich versorgt zu werden? Oder müssen wir andere Möglichkeiten gemeinsam finden? Und dass man auch die Zeit hat und die Möglichkeit, das Ganze zu organisieren. Da wäre zum Beispiel die häusliche Versorgungsoptimierung durch die Kollegen der Brückenpflege, sprich braucht man mehr Hilfsmittel für zu Hause oder muss vielleicht ein Pflegedienst mit an die Hand genommen werden oder ist entsprechend die Symptomlast sehr hoch, dass eine umfassendere und Betreuung medizinisch da sein muss, dann können wir den Kontakt mit der SAPV initiieren, sodass nach Entlassung zu Hause die Patienten auch weiter engmaschig palliativmedizinisch betreut sind, auch hinsichtlich medikamentöser Therapien. Es kann aber auch der Fall sein, dass Patienten während des stationären Aufenthaltes, dass wir sehen, die Symptomlast ist sehr hoch, sie ist vielleicht auch sehr komplex und der Patient braucht auch schon während dem stationären Aufenthalt einfach eine noch umfassendere, intensivere Betreuung.
Dann kooperieren wir sehr eng mit der Palliativstation in Ludwigsburg und können eine entsprechende Verlegung dorthin organisieren. Wenn die häusliche Versorgung nicht mehr möglich ist, kann man über ein stationäres Hospiz sprechen und entsprechend anmelden oder auch eine Versorgung im Pflegeheim organisieren. Und natürlich ganz wichtig, wir sind auch für Patienten und Angehörige in der Sterbephase da. Dann möchte ich schon zusammenfassen. Ich hoffe, ich konnte Ihnen zeigen, dass die Palliativmedizin weit mehr kann und keine Sterbemedizin darstellt. Dass wir in der Palliativmedizin Patienten mit einer nicht heilbaren Erkrankung betreuen wollen und das Thema Lebensqualität in den Fokus stellen. Und dass die Durchführung der palliativmedizinischen Betreuung nicht die Durchführung einer krankheitsspezifischen Therapie ausschließt, sondern dass es kombiniert erfolgen kann. Und wichtig, den frühzeitigen Zugang in die Palliativmedizin zu erhalten, was man zum Beispiel durch unseren palliativmedizinischen Dienst während eines stationären Aufenthaltes erhalten kann. Dann bedanke ich mich für die Aufmerksamkeit. Hallo, okay. Guten Abend, meine Damen und Herren. Mein Name ist Sandra Hirschburger. Ich bin Oberärztin in der Abteilung der Allgemeinen Viszeralchirurgie in Bietigheim und mein Thema heute ist Darmkrebs. Im Grunde genommen werde ich eine Übersicht über die Behandlungsmöglichkeiten hier in Bietigheim darstellen und ich werde anfangen mit meiner wichtigsten Botschaft, bevor ich eine Übersicht über meine Folie präsentiere. Und zwar: Darmkrebs ist heilbar und damit möchte ich anfangen und ich werde ein bisschen jetzt zurückholen und erklären, warum das so ist. Was ist eigentlich Darmkrebs? Das ist ein bösartiger Tumor, der im Kolon entsteht, in verschiedenen Positionen am Kolon, angefangen vom Zögerum bis zum Rektum. In 90% der Fälle entsteht Darmkrebs aus Darmpolypen. Diese Polypen sehen Sie unten dargestellt. Da mein Pointer funktioniert leider nicht, deshalb kann ich den nicht verwenden. Wann entsteht eigentlich Darmkrebs? Es gibt eine bestimmte genetische Disposition. Menschen, die ein familiäres Risiko haben, erkranken oft in einem früheren Alter. Und hier sollte man auf jeden Fall darauf achten, wenn man in der Familie mehrere Personen hat, die Darmkrebs haben, sollte man diese Vorsorge in Anspruch nehmen. Es gibt auch prädisponierende Faktoren. Meine Kollegen haben schon darüber gesprochen. Mein geschätzter Kollege Selte hat über die Lebensführung gesprochen. Es sind verschiedene Gewohnheiten, fleischreiche und ballaststoffarme Ernährung, Alkohol und Rauchen, Adipositas begünstigt Darmkrebs und natürlich mangelnde Bewegung. Es gibt auch verschiedene Erkrankungen, die Darmkrebs begünstigen, Diabetes mellitus, chronisch entzündliche Darmerkrankungen, Crohn und Colitis ulcerosa. Wer ist eigentlich betroffen? Man kann nicht sagen, dass diese Erkrankung nur wenig Personen betrifft, denn im Jahr erkranken fast 70.000 Leute an Darmkrebs und 25.000 davon sterben daran. Nach den Erkrankungen des Kreislaufsystems sind Darmkrebserkrankungen die nächsthäufigste Todesursache. Warum ist eigentlich die Vorsorge so wichtig? Ich habe am Anfang gesprochen, 90% der Darmkrebserkrankungen entstehen aus Polypen und diese Polypen können abgetragen werden. Und warum ist Darmkrebs so, warum ist die Vorsorge so wichtig? Weil die Erkrankung hat keine Frühwarnsymptome. Die meisten Patienten kommen ins Krankenhaus und sagen, ich habe noch nie was davon gehört. Ich bin sogar koloskopiert
vor ein paar Jahren und da hat man nie was davon gesehen. Und deshalb sollte man, wenn man prädisponierende Faktoren hat oder wenn man Polypen abgetragen hat, den Rat des behandelnden Arztes folgen und diese Vorsorgekoloskopien regelmäßig durchführen. Wie macht man die Früherkennung? Es gibt verschiedene Möglichkeiten, diese Früherkennung zu machen. Zum einen die Darmspiegelung, Stuhltests auf okkultem Stuhl. Es gibt auch weitere Untersuchungsmethoden, die vielleicht den meisten Menschen nicht geläufig sind, Kapselendoskopie oder virtuelle Koloskopie oder verschiedene DNA-Spuren der Tumoren im Stuhl oder im Blut. Aber wichtig ist nach wie vor, ist und bleibt die Darmspiegelung, denn man hat damit die Möglichkeit, zum einen eine vernünftige Diagnostik zu machen, zum anderen ein eventueller Tumor zu sichern und insbesondere histologisch zu sichern, feingeweblich zu sichern. Es gibt auch weitere Untersuchungsmethoden, die eigentlich zum Staging dienen. Die Ultraschalluntersuchung des Abdomens, Röntgen-Thorax, Computertomographie, MRT-Untersuchung. All diese Untersuchungsmethoden sind nicht so sensitiv wie die Koloskopie. Verschiedene Tumore kann man nur zum Beispiel computertomografisch oder in der MRT-Untersuchung ab einer gewissen Größe darstellen. Bezüglich der Therapieoptionen, hier gibt es inzwischen viele, viele Möglichkeiten, aber das oberste Ziel ist die Entfernung des Tumors. Und das kann man entweder endoskopisch oder chirurgisch machen. Und dazu gibt es natürlich die Chemotherapie und die Radiotherapie. Das sind Methoden, womit man den Tumor entweder verkleinert zu Anfang, damit man später dann operieren kann. Aber auch in der Palliativmedizin, das, was die Frau Dr. Schröder zuvor gesprochen hat, in der Palliativmedizin finden diese Methoden natürlich eine gewisse Verbreiterung sozusagen. Die Tumorformel, die Größe des Tumors entscheidet über die Therapie. Im Allgemeinen ist es so, je kleiner der Tumor, desto wahrscheinlicher ist, dass man den entfernen kann und desto wahrscheinlicher ist, dass man dann mit einer Nachsorge weiter agieren kann. Wenn die Tumore größer sind, wenn Lymphknoten befallen sind oder Metastasen vorliegen, dann muss man über komplexere Therapiemethoden sprechen. Und diese können inzwischen sozusagen maßgeschneidert auf die Patienten angewendet werden. Und hier sieht man die möglichen multimodalen Therapiekonzepte oder diese sogenannte personalisierte Medizin, die zurzeit in aller Munde ist. Auf der einen Seite haben wir das Tumorstadium, die Größe des Tumors, die Lage, Lymphknotenbefall, Metastasen, natürlich auch Alter des Patienten, Nebenerkrankungen und Risikofaktoren. Und auf der anderen Seite haben wir die Therapiemöglichkeiten, Endoskopie, Operation, Chemotherapie oder Bestrahlung. Und die Reihenfolge ist natürlich bestimmt von dem Tumor und von den begleitenden Risikofaktoren und das Alter des Patienten. All diese Entscheidungen werden nicht im Alleingang getroffen. Weder der Chirurg noch der Onkologe wird im Alleingang kommen und eine Therapie vorschlagen. Diese Therapie wird meistens in einer Tumorkonferenz etabliert und besprochen. Alle Patienten werden in einer Tumorkonferenz vorgestellt und sämtliche Experten, die in unserem Zentrum arbeiten, setzen sich zusammen und besprechen die Therapiemöglichkeiten, sodass man die Patienten optimal behandelt. Ich werde die Therapieverfahren ein bisschen besprechen und ich werde mit der endoskopischen Therapie anfangen. Das sind unsere Kollegen von der inneren Medizin, die Spezialisten, und die führen diese endoskopischen Therapien via Koloskopie. Also die können mit dem Koloskop die Therapie schon durchführen. Allerdings sind diese Therapien limitiert auf Tumore, die sehr klein sind. Man weiß, je tiefer der Tumor in sein Wachstum eindringt,
desto unwahrscheinlicher ist, dass man mit einer endoskopischen Therapiemethode den Tumor sozusagen besiegen kann. Die operativen Verfahren, das ist die Spezialität der Chirurgen. Inzwischen führen wir die meisten dieser Therapien auf laparoskopischem Wege, minimalinvasiv, mit sehr kleinen Narben, sodass die Patienten ein besseres Outcome haben, dass die Patienten nach einem kurzen Aufenthalt im Krankenhaus entlassen werden können. Entscheidend bei jedem resektiven, also bei jedem operativen Verfahren ist, dass man die Lymphknoten mit entfernt, denn die sind die ersten, die befallen werden, und deshalb muss man natürlich radikal genug operieren und ich sage immer mit Liebe und mit einer gewissen Akkuratesse, sodass die Präparate und sodass das alles, was aus dem Menschen entfernt wird, auch sinnvoll entfernt wird, damit das Outcome, das weitere Leben natürlich auch vernünftig ist und sehr gut ist. Es gibt auch palliative Therapieverfahren, wenn die Tumore extrem groß sind und nicht mehr resektabel sind, auch dann kann man den Patienten helfen, denn nichts ist schlimmer als ein sozusagen Darmstopp oder ein Ileus. Inzwischen ist das ein etablierter Begriff auch für die Bevölkerung, wenn der Darm nicht mehr funktioniert und wenn die Patienten sozusagen einen Darmstopp haben, gibt es natürlich die Möglichkeit, dass man einen künstlichen Darmausgang ausschaltet oder aber, dass man einen palliativen Bypass, den Darm sozusagen, den stenosierenden Darm ausschaltet, sodass die Passage wieder ermöglicht wird. Und jetzt ist die Frage, profitiert der Patient von der minimalinvasiven Therapie? Inzwischen gibt es Studien dazu. Ja, die Patienten profitieren. Auf der linken Seite haben sie eine Narbe, eine Laparotomie-Narbe, so wie man sie früher durchgeführt hat. Und auf der rechten Seite ist eine Narbe nach einer Hemikolektomie. Man sieht sozusagen eine 4 cm lange Narbe, die man eigentlich braucht, um das Präparat, den Tumor aus dem Bauchraum zu entfernen. Und warum ist das so viel besser? Es ist nicht nur kosmetisch viel besser, sondern das Outcome, die Dauer des stationären Aufenthaltes und die Schmerztherapie und all das, was mit der perioperativen Phase zu tun hat, ist verkürzt sich und es ist deutlich besser für den Patienten. Neben der minimalinvasiven Chirurgie haben wir nicht nur wir, sondern ist seit Jahren etabliert, das Konzept des Fast-Track-Chirurgie. Wir führen das parallel, also minimalinvasive laparoskopische Chirurgie, mit diesem Fast-Track-Konzept zusammen. Was bedeutet das? Das bedeutet, dass man im Gegensatz zu früher verschiedene Maßnahmen ergreift, sodass der Patient viel schneller auf die Beine kommt. Angefangen von der Schmerztherapie bis zum Darmentleerung präoperativ, bis zur Nahrungsmittelaufnahme, das ist alles viel, viel, viel schneller geworden und viel schonender für den Patienten. Die Vorteile liegen nicht unbedingt auf der Hand, aber die sind da. Der Patient ist nach der Operation viel schneller wach, der ist nicht mehr überwässert, der ist in der Lage, schon am ersten postoperativen Tag aufzustehen, sich selbst zu mobilisieren, was zu essen und zu trinken. Er verliert keine Muskelkraft, es findet kein Muskelabbau statt, das Thromboserisiko ist minimiert, das Risiko für eine perioperative Pneumonie ist minimiert
und die Schmerzen und die Wundkomplikationen sind viel, viel, viel geringer. Wie funktioniert diese laparoskopische Chirurgie? Wir haben im Prinzip, der Chirurg operiert mit sehr feinen Instrumenten durch die sogenannte Schlüssellochchirurgie-Methode. Es gibt eine erste Inzision oder beziehungsweise ein erster Schnitt. Dadurch wird die Kamera eingeführt und ab diesem Moment wird alles unter Sicht durchgeführt, vergrößert, deutlich vergrößert, etwas sechsfach vergrößert, sodass wir die Strukturen absolut exakt darstellen können und sodass wir die, alles, was mit dem Tumor zu tun hat, sehr, sehr genau evaluieren können und auch entfernen können. Wie gesagt, das Stichwort ist der Lymphknotenbefall, Lymphknotenmitnahme während der Operation, aber auch die Unversehrtheit des Präparates. All diese Sachen geben beeinflussen maßgeblich das Outcome der Patienten. Und man sieht im Vergleich, links hat man die Scheren und die Messer, die man früher verwendet hat, und auf der rechten Seite haben wir die Instrumente für die minimalinvasive Chirurgie, sind 5 mm große Instrumente, womit man wunderbar operieren kann. Wir verwenden auch einen Roboter. Es ist nicht ich darf es aussprechen, es ist eine Firma, die das produziert. Der klassische Roboter, wo der Chirurg an der Konsole sitzt und der Patient ist alleine im Raum mit ein paar arbeitenden Armen. Nein, wir haben zur Unterstützung einen Roboter, einen Haltearm für unsere Instrumente. Das gibt uns eine gewisse Bildstabilität und für uns Bewegungsfreiheit. Der Chirurg bedient die Kamera selbst. Der Assistent kann sich auf andere Maßnahmen intraoperativ konzentrieren, sodass wir eine sehr genaue Bildgebung haben intraoperativ, sodass wir ein stabiles Bild haben und eine sehr schöne Exposition der Organe während der Operation. Es gibt Studien, die beweisen, dass die laparoskopischen Operationsmethoden sehr sicher durchführbar sind und sehr gut. Diese Studien sind bereits 2013 durchgeführt worden, sowohl für das Rektumkarzinom als auch für das Kolonkarzinom. Und die zeigen, dass dass die minimalinvasive Verfahren absolut sicher sind. Aber in der Zwischenzeit gibt es eine Nachfolgestudie von dieser Kollau-Studie, die zeigt, dass das tumorfreie Überleben für die Patienten, die laparoskopisch operiert worden sind, also minimalinvasiv, ohne Narben, quasi ohne Narben, also das tumorfreie Überleben deutlich besser ist. Das sind die Langzeitergebnisse. Man sieht das bessere Überleben nach laparoskopischen operativen Verfahren. Und in der Schlussfolgerung muss man sagen, dass wenn man die Möglichkeit hat und wenn das technisch möglich ist, sollte man diese Verfahren natürlich auch anwenden, diese laparoskopisch gestützte Verfahren. Denn die Studien zeigen eine klare Evidenz für die Favorisierung der laparoskopischen Dickdarm- und Enddarmchirurgie. Nur 2 Folien, die uns hier in Bietigheim präsentieren. Wir bestehen sozusagen als Darmzentrum seit 2009 und wir haben inzwischen sehr, sehr gute Ergebnisse. Wir haben jahrelang 0 Anastomoseninsuffizienzen. Das bedeutet, dass die Nähte, die wir machen intraoperativ, die maßgeblich sind für das Outcome der Patienten, sehr, sehr gut sind. Und wie gesagt, die Anastomoseninsuffizienzrate lag jahrelang bei 0%, was ausgezeichnet ist. Also es ist ein sehr gutes Ergebnis, was wir haben. Aber was ich
heben will, ist das Corona-Jahr. Und zwar, die Patienten, die uns erreicht haben in dem Corona-Jahr, sind viel weniger als zuvor. Und die Erklärung dafür ist einfach die Tatsache, dass die Vorsorgeuntersuchungen nicht mehr stattgefunden haben. Allerdings in der Folge sehen wir in diesem Jahr deutlich mehr Patienten, die sehr fortgeschrittene Tumorstadien haben, die man eigentlich nicht mehr operieren kann, für die man operativ nichts mehr machen kann und die schon primär in einer palliativen Therapie gehen. Und deswegen komme ich zurück auf meine erste Aussage. Die Vorsorge ist absolut wichtig und die sollte man machen. Und noch eine Folie, eine letzte Folie bezüglich Bietigheim und das Darmzentrum in Bietigheim. Wir machen regelmäßig im Rahmen unserer Darmzentrumsbefragungen. Unsere Patienten werden befragt bezüglich der Behandlung hier in Bietigheim und man muss sagen, wir stehen ziemlich gut da, also sowohl im Vergleich mit unseren Nachbarhäusern als auch im Vergleich zu, also im deutschlandweiten Vergleich. Sie sehen, was Aufklärung und Behandlung während des stationären Aufenthaltes und Aufnahme und Krankenhausaufenthalt und die Modalitäten der Behandlung. All diese Sachen sind sehr gut dargestellt in der Chirurgie in Bietigheim. Man sieht Werte über 90%, was man eigentlich erfreulicherweise hier in Bietigheim erreicht. In der Zusammenfassung, Darmkrebs ist heilbar, wenn frühzeitig erkannt. Daher ist die Vorsorge absolut wichtig. Es gibt für jeden Patienten ein multimodales Therapiekonzept und bei uns in Bietigheim werden sie nach den weltweit neuesten Standards optimal behandelt und zwar minimal invasiv und maximal effektiv. Und damit beende ich meine Präsentation. Das ist ein Bild aus dem OP mit unserem Roboterarm. Das ist mein Chef, Herr Professor Birk. Vielen Dank. Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Patienten, nach dem Vortrag von Frau Dr. Hirschbrücker gehen wir jetzt eine Etage im Körper nach oben. Mein Thema, unser Thema heute Abend ist der Lungenkrebs und vor allem die neuen und aktuellen und sehr positiven Entwicklungen, die es beim Lungenkrebs, bei der Behandlung von Lungenkrebs in den letzten Jahren gegeben hat. Ich bin Georg Dietrich, ich bin als Oberarzt im Krankenhaus in Bietigheim für die Chemotherapie und für die medikamentöse Tumorbehandlung zuständig. Lungenkrebs ist eine häufige Erkrankung bei Männern wie bei Frauen. Bei Männern ist das Auftreten in der letzten Zeit etwas rückläufig, bei Frauen nimmt die Inzidenz immer noch leicht zu. Das Problem beim Lungenkrebs ist, dass die Sterberate, hier sehen Sie die dünnen Linien unter den dicken Linien, hoch ist. Der Abstand dieser zwei Linien ist nicht sehr groß. Das heißt, auch heute noch sterben viele Leute an dieser Erkrankung, trotz aller Behandlung. Lungenkrebs ist also immer noch eine oft fatale Erkrankung, aber, ich habe es schon angedeutet, auch eine Erfolgsgeschichte und ein Paradebeispiel für die Wirksamkeit der personalisierten Therapie und der Immuntherapie. Davon will ich Ihnen berichten. Heute Abend wird vom nicht kleinzelligen Lungenkrebs gesprochen.
Der nicht kleinzellige Lungenkrebs umfasst 90% aller Lungenkrebsarten. Daneben gibt es in ungefähr 10% der Fälle auch den kleinzelligen Lungenkrebs. Dieser Krebs wird anders behandelt und ist heute Abend nicht das Thema. Beim nicht kleinzelligen Lungenkrebs im fortgeschrittenen Stadium, im Stadium 4, wenn der Tumor Absiedelungen im Körper gebildet hat und eine Operation nicht mehr möglich ist, in der Regel auch keine Heilung, erfolgt heute eine personalisierte Therapie, wenn in dem Tumorgewebe spezielle Mutationen nachzuweisen sind. Wenn dies nicht der Fall ist, wird eine sogenannte Immuntherapie durchgeführt, oft in Kombination mit einer Chemotherapie, manchmal aber auch eine alleinige Immuntherapie. Eine alleinige Chemotherapie, wie sie früher Standard war, wird in dieser Situation heute in der Regel nicht mehr durchgeführt. Im Stadium 3, einem Zwischenstadium, keine Metastasen, aber eine Operation ist nicht möglich, wird eine Bestrahlung in Kombination mit einer Chemotherapie durchgeführt. Die nachfolgende Immuntherapie kann das Rückfallrisiko erheblich reduzieren. In den frühen Stadien 1 und 2 steht die Operation an der ersten Stelle. Und hier geht es darum, durch eine Nachbehandlung das Rückfallrisiko, was auch in diesen Stadien besteht, zu reduzieren. Hier sehen Sie diese vier Stadien der Lungenkrebserkrankung. Wir fangen ganz rechts mit dem Stadium 4 an. Hier hat der Tumor bereits Absiedelungen im Körper gemacht, in der Leber, im Knochen, auf der anderen Lungenseite und nicht ganz selten auch im Gehirn beim Lungenkrebs. So waren die Therapieergebnisse bis vor wenigen Jahren noch, als nur die Chemotherapie zur Verfügung stand. Sie sehen diese Überlebenskurven von verschiedenen Chemotherapieprotokollen völlig identisch. Die Überlebenskurve fällt steil ab und egal welche Therapie Sie einsetzen in dieser Situation, nach 10 Monaten ist die Hälfte der Patienten an der Erkrankung verstorben. Also eine leider nicht sehr effektive Behandlung. Wie kann es heute ausschauen? Wenn der Patient oder der Tumor des Patienten eine Mutation aufweist, in diesem Fall eine ALK4-Fusion, dann können Sie mit einer gezielten, personalisierten Therapie, in diesem Fall mit Tablettentherapie, Crizotinib oder noch ein bisschen besser mit Alektinib, eine dramatische Verbesserung der Therapieergebnisse erzielen. Sie sehen unten die Kurve, die Sie kennen. Das ist das Ergebnis einer Chemotherapie und darüber die Ergebnisse der Therapie mit der Tablettentherapie, Crizotinib oder Alektinib. Eine ganz entscheidende Verbesserung, wenn eine solche Mutation vorliegt. Wie kann man sich die Funktion solcher Therapien vorstellen? Sie sehen auf der linken Seite eine Tumorzelle. In dieser Tumorzelle sind Rezeptoren, die von innen nach außen reichen und die Zellproliferation regulieren, die Zellvermehrung. Wenn in diesem Bereich eine Mutation auftritt, hat das den Effekt, dass die Zellvermehrung komplett unkontrolliert abläuft und eine Krebserkrankung entsteht. Diesen Prozess kann die personalisierte Therapie mit sogenannten kleinen Molekülen in Tablettenform ganz gezielt unterbinden. Diese Moleküle sind sogenannte Tyrosinkinase-Inhibitoren und sind auf die jeweilige Mutation speziell abgestimmt. Und Sie sehen das hier dann auf dem rechten Bild. Diese kleinen EGF-TKIs können durch die Zellmembran in das Innere der Tumorzelle gelangen und können hier diesen Proliferationsprozess definitiv abschalten und den Effekt der Tumorentstehung unterdrücken. Hocheffektiv, wie Sie an dem Beispiel der ALK4-Fusion gesehen haben. Welche Mutationen gibt es beim Lungenkarzinom? Sie sehen hier dieses Tortendiagramm auf der linken Seite die ALK-Fusion, die natürlich nur bei gut 4% der Patienten vorliegt, darüber die ROS1-Fusion
ähnlich effektiv zu behandeln wie die ALK-Fusion. Die liegt nicht einmal bei ganz 2% der Patienten vor. Wenn das vorliegt, ist eine effektive Behandlung möglich. Die größere Gruppe der EGFR-mutierten Patienten, das große blaue Quartal unten, auch hier gibt es effektive Behandlungen inzwischen, die gezielt bei einer EGFR-Mutation wirksam sind. Für die große Gruppe der KRAS-mutierten Patienten, das lila Tortenstück rechts oben, gibt es bis jetzt noch keine zugelassene Therapie. Aber inzwischen sind mehrere große Studien unterwegs mit vielversprechenden Medikamenten. Die ersten Erfahrungen hier sind durchaus positiv. Und so kann man hoffen, dass in naher Zukunft, vielleicht nächstes oder übernächstes Jahr, auch für KRAS-mutierte Patienten eine effektive, personalisierte Therapie zur Verfügung stehen wird. Das sind die momentan zugelassenen Therapien, personalisierten Therapien beim Lungenkrebs, bei einer EGFR-Mutation, Osimertinib und andere Medikamente mit einem mittleren Überleben von 3 Jahren. Chemotherapie war das mittlere Überleben bei 10 Monaten, Sie erinnern sich. Die ALK-Fusion haben wir gesehen, die ROS1-Fusion ist ähnlich effektiv zu behandeln, mit einem mittleren Überleben von über 5 Jahren. Daneben gibt es noch kleinere, selten nachweisbare Mutationen, die im Einzelfall aber auch sehr effektiv personalisiert zu behandeln sind. Was machen wir mit den 80% der Patienten, bei denen keine Mutation im Tumorgewebe vorliegt? Hier wird in der Erstlinientherapie immer eine Immun-Checkpoint-Therapie eingesetzt, in Kombination mit Chemotherapie oder in bestimmten Fällen auch als Monotherapie. Wie kann man sich die Funktion dieser Immuntherapie vorstellen? Im Körper ist die T-Zelle, der T-Lymphozyt, dafür zuständig, entstehende Tumorzellen zu erkennen und zu eliminieren. Das funktioniert in der Regel auch sehr effektiv. Diese T-Zellen haben auf ihrer Oberfläche einen Ausschalter. Diesen Ausschalter brauchen sie, damit körpereigenes Gewebe sich vor dieser T-Zelle schützen kann. Es gibt nun Tumorzellen, die entwickeln die Eigenschaft, diesen Ausschalter der T-Zelle ebenfalls bedienen zu können. Der Effekt ist, die T-Zelle erkennt die Tumorzelle nicht mehr. Die Krebserkrankung kann sich entwickeln, ungestört vom körpereigenen Immunsystem. Als vor einigen Jahren diese Signalwege entdeckt worden sind, konnten danach auch effektive monoklonale Antikörper entwickelt werden, Medikamente entwickelt werden, die diesen Ausschalter der T-Zelle blockieren. Das heißt, die T-Zelle kann nicht mehr ausgeschaltet werden von der Tumorzelle, kann die Tumorzelle erkennen, wie es ihre Aufgabe ist, und die Tumorzelle eliminieren. Eine hocheffektive Therapiemethode bei den verschiedenen Krebserkrankungen, unter anderem auch sehr effektiv beim Lungenkrebs. Hier sehen Sie eine der ersten Studien, die das eindeutig nachweisen konnte. Bei Patienten mit Lungenkrebs, die schon eine erste Chemotherapie erhalten haben und auf diese Chemotherapie resistent geworden sind, wurde die damalige Standardtherapie, eine andere Chemotherapie, in diesem Fall mit Docetaxel, verglichen mit einer Immuntherapie mit Nivolumab, einem Antikörper, einem sogenannten Checkpoint-Inhibitor. Und wie Sie sehen, hat in dieser nicht schönen Situation einer weit fortgeschrittenen Tumorerkrankung die Behandlung mit Nivolumab das Überleben nach 12 Monaten um 20% verbessert im Vergleich zu der reinen Chemotherapie in dieser Situation. Eine hocheffektive Therapie, wesentlich effektiver als die Chemotherapie und erfreulicherweise auch deutlich besser verträglich. In einer zweiten Studie mit einem anderen Medikament,
diesmal in Kombination mit einer Chemotherapie eingesetzt, der Checkpoint-Inhibitor Pembrolizumab, zeigt, dass die Wirkung dieser Checkpoint-Inhibitoren von der Anzahl der Immunrezeptoren auf der Zelloberfläche abhängig ist. In dem obersten Schaubild sehen Sie das Ergebnis, wenn die Immunrezeptoren auf der Zelloberfläche unter 1% sind, dann ist der Checkpoint-Inhibitor noch immer deutlich besser als eine reine Chemotherapie. Wenn mehr Immunrezeptoren nachweisbar sind, und das sehen Sie im untersten Bild, über 50%, ist die Wirkung der Checkpoint-Inhibitors nochmal wesentlich deutlicher besser als die reine Chemotherapie. Im Stadium 3 ist die Lungenkrebserkrankung auf die Lunge begrenzt. Eine Operation ist aber trotzdem aus verschiedenen Gründen nicht möglich. In dieser Situation erfolgt routinemäßig eine Bestrahlung in Kombination mit einer Chemotherapie. Nach dieser Radiochemotherapie ist ein kleiner Teil der Patienten geheilt. Bei dem größeren Teil der Patienten kommt es im Laufe von Monaten und wenigen Jahren aber leider zu einem Rückfall der Erkrankung. Deshalb war es naheliegend, in dieser Situation auch die Wirkung einer Nachbehandlung mit einer Immuntherapie zu untersuchen. Und wie Sie hier wiederum sehen, ist auch hier die Wirkung der Immuntherapie als Nachbehandlung nach Radiochemotherapie ganz wesentlich ausgeprägt. Auch hier wieder ein fast 20-prozentiger Überlebensvorteil nach 3 Jahren im Vergleich zu den Patienten, die nur radiochemotherapiert wurden. Also auch hier ein ganz entscheidender Therapiefortschritt. Im Stadium 1 und im Stadium 2, hatte ich Ihnen eingangs schon erzählt, steht die Operation im Vordergrund. Die Patienten werden operiert, aber auch hier ist es wie im Stadium 3, dass nicht nur ein kleiner Teil dieser Patienten im Verlauf der Monate und Jahre nach der Chemotherapie doch einen Rückfall bekommt. Und deshalb ist es heute auch routinemäßig so, dass diese Patienten nach der Operation mit 4 Zyklen einer Chemotherapie nachbehandelt werden, um dieses Rückfallrisiko zu reduzieren. Da die Chemotherapie nur mäßig effektiv ist, wir haben das gesehen, besteht natürlich dringend der Bedarf, dass auch hier effektivere Behandlungen entwickelt werden. Für die Patienten, die in ihrem Tumor eine EGFR-Mutation aufweisen, ist das bereits geschehen und in diesem Jahr, vor wenigen Monaten, wurde diese Therapie zugelassen. Eine Nachbehandlung mit Osimertinib nach kompletter Operation eines Lungenkarzinoms, die Nachbehandlung dieser Tabletten über 3 Jahre. Und Sie sehen auch hier wieder einen dramatischen Unterschied der Kurven. Die rote Kurve unten ist die Kurve der Patienten, die dieses Osimertinib nicht bekommen haben, sondern die mit Placebo behandelt wurden. Die blaue Kurve, die weit darüber läuft, zeigt das Ergebnis bei den Patienten, die nach der Operation Osimertinib bekommen haben. Nach 3 Jahren, nach 36 Monaten, leben bei den Patienten in der Placebo-Gruppe noch 30%. Bei den Patienten in der Osimertinib-Gruppe sind es weit über 80%. Also auch hier ein dramatischer Vorteil für unsere Patienten, für die Patienten, deren Tumor eine EGFR-Mutation aufweist. Osimertinib ist als Tablette ist ein kleines Molekül, das nicht nur in die Tumorzelle eindringen kann, sondern das auch die Blut-Hirn-Schranke überwindet. Und ich hatte am Eingang erwähnt, dass das Auftreten von Gehirnmetastasen beim Lungenkrebs ein Problem ist. Und auch hier sehen Sie, dass die Nachbehandlung mit Osimertinib sehr effektiv ist und das Auftreten von Gehirnmetastasen effektiv verhindern kann. Also im Stadium 1 und bis 3 nach der Operation kann das Rückfallrisiko bei den Patienten, die eine EGFR-Mutation haben, hocheffektiv durch Osimertinib gesenkt werden.
Ungefähr 10% der Patienten hat diese Mutation. Was können wir tun bei den Patienten, wo EGFR nicht mutiert ist? Bis jetzt gibt es das Angebot der Chemotherapie. 4 Zyklen einer Therapie reduziert das Rückfallrisiko, aber der Effekt ist mäßig. In Studien wird untersucht, ob die zusätzliche Gabe einer Immuntherapie das Ansprechen in dieser Situation und die verbessern kann und die Rückfallgefahr auch hier deutlich reduzieren kann. Viele Studien sind in dieser Frage unterwegs. Auch hier ist es so, dass die ersten Ergebnisse, vorläufige Ergebnisse, sehr positiv sind. Die definitiven Ergebnisse liegen aber noch nicht vor. Aber ich denke, auch hier können wir guter Hoffnung und guter Dinge sein, dass im Laufe des nächsten oder übernächsten Jahres eine solche Behandlung zur Verfügung steht und das Ergebnis auch bei den Patienten, die operiert worden sind, deutlich verbessern kann. Liebe Patienten, sehr geehrte Damen und Herren, ich glaube, ich konnte Ihnen zeigen, dass Lungenkrebs natürlich immer noch eine fatale Erkrankung ist. Aber ich denke, es ist auch eine wirkliche Erfolgsgeschichte und ein Beispiel für den Fortschritt bei der Krebsbehandlung. Ich danke Ihnen fürs Zuhören. Sehr geehrte Damen und Herren, ich begrüße jetzt zu meinem Thema. Die Rekonstruktion der Brust ist fast immer möglich. Ich habe gerade den Hinweis bekommen, dass die eingegangenen Fragen im Chat im Anschluss abgehandelt werden. Sozusagen last but not least heute Abend. Aber wie im richtigen Leben kommt die Rekonstruktion nun mal auch nach der onkologischen Behandlung. Mein Name ist Tobias Reinhold. Ich bin Chefarzt der Klinik für plastische, rekonstruktive und ästhetische Chirurgie am Standort Bietigheim. Normalerweise gestalte ich meine Vorträge entsprechend bunt mit vielen Vorher- und Nachher-Fotos. Allerdings sind die Livestreams übers Internet aus datenschutzrechtlichen Gründen vielleicht nicht gerade die beste Idee, wenn doch das ein oder andere Patientenfoto darüber demonstriert werden würde. Weshalb ich Sie um Nachsicht bitte, dass mein Vortrag diesmal eher schematischen Charakter hat. Wir sind Kooperationspartner
der Brustzentren Ludwigsburg, Bietigheim und Bruchsal. Und damit gehört die Brustrekonstruktion während oder nach Tumoroperation zu unserem täglichen Kerngeschäft. Das Beratungsgespräch ist zentraler Bestandteil der Behandlung und nimmt viel Zeit ein. Wichtig ist dabei, die verschiedenen Therapieoptionen für Sie zu ermitteln und das technisch Mögliche mit Ihren Wünschen und Vorstellungen in Übereinklang zu bringen. Im Einzelnen werden hierbei unterschiedliche Methoden oder Implantate, gegebenenfalls Gewebe, Expansion oder auch der Zeitpunkt der Rekonstruktion besprochen. Bei der Auswahl der Methode müssen wir grundsätzlich zwei Wege betrachten. Der eine Weg ist die Rekonstruktion mittels Silikongel-Implantat, gegebenenfalls über einen Zwischenschritt durch Gewebeexpansion. Und der andere Weg ist mittels Eigengewebe, also einer sogenannten Lappenplastik. Welche Methode geeignet ist, hängt also vom Gesundheitszustand und Lebensstil, also zum Beispiel Rauchen, ab, vom Körpertyp und der Brustgröße und Form und letztlich natürlich Ihrer persönlichen Entscheidung. Wir unterscheiden dann die Sofortrekonstruktion von der verzögerten Rekonstruktion. Bei der Sofortrekonstruktion wird im Rahmen der onkologischen Tumorentfernung simultan, also direkt in einer Operation, die Rekonstruktion durchgeführt, meist in Form einer Silikongel-Implantation. Bei der zweizeitigen Rekonstruktion findet die Wiederherstellung zu einem späteren Zeitpunkt statt. Der Zeitpunkt ist dann frei wählbar und kann sowohl mit Implantaten oder mit Eigengewebe erfolgen. Sollte eine Bestrahlung stattfinden als Nachbehandlung, so warten wir auch gerne 6 Monate bis zur Rekonstruktion ab, damit sich das Gewebe erholen kann. Wir haben in diesem Fall dann ein größeres Zeitfenster. Ich werde jetzt die beiden Wege zur Rekonstruktion noch erläutern. Zum Verständnis zunächst ein Schwenk in die Anatomie der Brust. Der Pointer funktioniert nicht so ganz, deswegen von links nach rechts haben wir einen Querschnitt mit Anschnitt der Rippen, kleiner und großer Brustmuskel, Baufett der Drüse drumherum, Drüsenläppchen mit Ausführungsgängen, die in der Brustwarze münden und natürlich die ortsständige Haut um die Brust herum. Und diese Haut ist natürlich für jede Form der Rekonstruktion wichtig, da wir diese oft im Rahmen der onkologischen Operation erhalten können und dann zur Rekonstruktion verwenden können. Hier ist schematisch gezeigt, wie ein Implantat bei ästhetischer Brustvergrößerung zu liegen kommt. Bei hautsparender Mastektomie, also Entfernung der Drüse, ersetzen wir dann das verlorene Drüsenvolumen mit einem Implantat entsprechender Größe. Und damit ist die Brust rekonstruiert und die Patientin wacht sozusagen unversehrt aus der Narkose auf. Anders verhält es sich nach der einfachen Brustamputation, wenn also der Hautmantel nicht erhalten werden konnte. In so einem Fall gibt es dann nicht genügend Platz für ein Implantat. Wir müssen also einen Zwischenschritt mit einem Gewebeexpander durchführen. Ein Gewebeexpander ist quasi eine leere Hülle, die in einem ersten Eingriff eingesetzt wird und dann später schrittweise in unserer Ambulanz aufgefüllt wird. Dabei kommt es zu einer echten Vermehrung der Haut, ähnlich wie bei einer Schwangerschaft. Und dann bei Erreichen der Zielgröße wird in einem zweiten Schritt der Expander entfernt und gegen ein definitives weiches Silikongel-Implantat ausgetauscht. Der grundsätzlich zweite Weg ist die Eigengewebsrekonstruktion. Die kann sowohl sofort als auch verzögert durchgeführt werden mit Hautmantel oder auch ohne Hautmantel. Es muss also nicht extra expandiert werden, da wir die Bestandteile transplantieren können, die benötigt werden. Hierfür haben sich verschiedene Lappenplastiken etabliert, die gut geeignet sind zur Brustrekonstruktion. Und es ist jetzt für den Moment egal, ob das Gewebe vom Bauch, der Oberschenkelinnenseite oder vom Gesäß kommt. Es geht jetzt nur darum, dass Sie das Prinzip verstehen, was bei einem mikrochirurgischen Eingriff passiert. Hier am Beispiel des sogenannten Dieblappens. Das ist ein Gewebestück vom queren Unterbauch und das Gewebe wird mit zu- und abführendem Blutgefäß präpariert.
Und am Brustkorb wird ebenfalls eine Arterie und eine Vene freigelegt. Und dann wird das Gewebe als freies Transplantat unter Zuhilfenahme des Operationsmikroskops in die Brust eingesetzt und Arterie an Arterie und Vene an Vene angeschlossen. Und dann nimmt das Gewebe wieder an der Zirkulation teil und heilt ein. Da, wo wir das Gewebe hernehmen, endet die Operation wie eine klassische Bauchdeckenstraffung, sodass die Narbe in der sogenannten Bikini-Zone verschwindet. Jedes Verfahren hat natürlich Vor- und Nachteile und dies stellt jetzt nur einen groben Überblick dar. Die Entscheidungsfindung ist hoch individuell und wir helfen Ihnen dabei gerne im Rahmen unserer Sprechstunde. Damit bin ich am Ende. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ich schaue mal zum Chat rüber bzw. übergebe an den Dr. Dietrich wieder zurück. Gut, besten Dank, Herr Reinhold. Ich darf, bevor ich Sie in den Abend entlasse, noch kurz auf die eingegangenen Fragen eingehen und will versuchen, soweit ich es kann, eine Antwort darauf zu geben. Einmal wird gefragt, ob Vitamin E als Antioxidanzmittel empfohlen ist, weil es ja auch eine Studie gibt, die ein erhöhtes Krebsrisiko durch Vitamin E zeigt. Dazu kann man ganz generell sagen, außer dem Vitamin D und vielleicht auch dem Vitamin C in der Art, wie es Dr. Selte erzählt hat und berichtet hat, werden keine anderen Vitamine empfohlen, weil viele andere Studien auch gezeigt haben, dass letztendlich das Outcome, das Ergebnis durch diese Vitaminbehandlung nicht gut ist und dass nicht nur Vitamin E und Prostatakrebs, sondern auch andere Krebsarten durch die unkontrollierte Zugabe von Vitaminen das Risiko einer Krebserkrankung zunehmen kann und auch nicht und auf keinen Fall gebessert wird. Vitamin D, wenn ein Mangel dasteht, vorliegt auf jeden Fall. Herr Dr. Selt hat es Ihnen ja berichtet. Vitamin C kann man in dieser naturheilkundlichen Ansatz durchaus drüber reden. Alle anderen Vitamine sollten nicht künstlich zugeführt werden. Dann geht es um die Frage, dass normale Zellen im Körper nicht streuen. Aber wie kommt es dazu, dass Tumore streuen? Das ist eben genau das Problem der Krebserkrankung, dass die Tumorzelle entartet ist, unkontrolliert wächst und dann auch unkontrolliert den eigenen Zellverband verlässt und sich an anderen Körperstellen ansiedeln kann und Metastasen bilden kann. Das ist exakt das, was die Krebserkrankung leider ausmacht. Und es hängt natürlich mit den genetischen Veränderungen in der Krebszelle zusammen, dieser gestörten Regulation, die die Krebszelle plötzlich befähigt, Metastasen zu bilden. Es gibt gutartige Tumore, die nie streuen. Das sind aber keine bösartigen Erkrankungen. Wenn ein Tumor Metastasen bildet, ist er bösartig. Wenn er keine Metastasen bildet, ist es in der Regel ein gutartiger Tumor. Die Frage ist nach Strahlungstherapie mit Protonen, ob dies allgemein verfügbar ist oder nur experimentell. Die Protonentherapie ist für verschiedene ganz bestimmte Fragestellungen inzwischen durchaus üblich. Sie wird aber nur an großen Zentren vorgehalten. Es sind spezielle Dinge, wenn kleine Regionen, zum Beispiel im Nervengewebe, bestrahlt werden, wo der Einsatz von Protonen durchaus überlegt werden kann. Eine letzte Frage geht darum, ob Erkennen von Krebs im Blut möglich ist. Davon kann man viel lesen und es gibt inzwischen sehr ausgefeilte Tests, die eine Tumor-DNA im Blut nachweisen können. Diese Methoden werden seit vielen Jahren intensiv beforscht. Sie sind aber bis heute noch in der Routinebehandlung nicht angekommen, sondern sind letztendlich Gegenstand von weiteren Forschungsvorhaben.
Also in der Routineuntersuchung ist eine Erkennung von Krebs im Blut momentan nicht verfügbar. Damit habe ich, glaube ich, alle vorliegenden Fragen versucht zu beantworten. Ich danke Ihnen ganz herzlich, dass Sie uns den ganzen Abend zugehört haben. Ich hoffe, wir konnten einige Ihrer Fragen beantworten, konnten Ihnen wertvolle Informationen überliefern, auch wenn es diesmal leider nur virtuell war. Vielleicht können wir uns nächstes Jahr auch wieder in Live treffen. Es würde mich freuen. Ihnen allen einen guten Abend, auf Wiederhören und auf Wiedersehen.